Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TV Mürz. Unsere Sendung steht heute ganz im Zeichen des Sports, aber auch Bildung und Musik haben wir mit hineingepackt. Vorher aber schauen wir noch hier ins Fitnessstudio von Stefan Henninger, direkt in der Grazer Straße gegenüber des Merkurmarkts. Mit dem Fitnessstudio hat sich der große Arnold Schwarzenegger-Fan Stefan Henninger einen Jugendtraum verwirklicht. Eigentlich in der Baubranche tätig, hat er Ende 2019 sein Gym in Mürz-Zuschlag eröffnet. 600 Quadratmeter, aufgeteilt auf zwei Ebenen, lassen die Herzen von Fitnessfans höher schlagen. Die Begeisterung Henningers für sein Idol spiegelt sich auch in den Fitnessgeräten wider. Für den Kraftsportbereich finden sich hier ausschließlich Gym 80 Geräte, die Top-Geräte für den Fitnessfreund. Die Cardio-Geräte stammen aus dem Hause Life Fitness und sind alle mit WLAN-Anbindung, Netflix und vielen mehr ausgestattet. Auch die Rückenstraße von Dr. Wolf ist auf dem modernsten Stand. Mit einem persönlichen Fitnessprofil behält man stets seine Fortschritte im Blick. Frauen setzen in ihrem Fitnesstraining andere Schwerpunkte als Männer. Auch darauf hat man hier in Henningers Fitnessstudio reagiert. Bei der Geräteauswahl im Obergeschoss setzt man auf Frauen und Anfänger. Die sogenannten Pumper toben sich eher im Untergeschoss aus. Dennoch kann jeder auf jedem Gerät trainieren. Und das von Montag bis Sonntag von 6 bis 23 Uhr. Kostenlose Parkplätze stehen an der Rückseite des Gebäudes zur Verfügung. Wohin nach der Volksschule? Diese Frage stellen sich viele Mädels und Burschen in der vierten Klasse und natürlich auch deren Eltern. Eine Orientierungshilfe für diese wichtige Entscheidung bot kürzlich das Hertha-Reich-Gymnasium mit einem Tag der offenen Schule. Viele Kinder der vierten Klasse Volksschule besuchten vor kurzem den Tag der offenen Schule im Hertha-Reich-Gymnasium Mürz-Zuschlag. Einige kamen mit ihren Eltern, andere wiederum mit ihren Lehrern. Die Mädchen und Buben erhielten dabei einen Einblick in das umfangreiche Bildungsangebot der Schule. Wir versuchen immer einen Mix aus dem Regelunterricht und aber auch ein bisschen Showprogramm. Das heißt, man kann die Chemiesäle, die Physiksäle, Werkräume anschauen und vieles auch selbst ausprobieren. Und diese Chance nützen die kleinen und großen Besucher mit Interesse. Spannend aufbereitet wurden die Naturwissenschaften in den Gegenständen Biologie, Physik und Chemie. Beeindruckend auch die verschiedenen Sprachen, die im Mürzer Gymnasium unterrichtet und an Ständen mit landeseigenen Köstlichkeiten präsentiert wurden. Neben Latein und Spanisch lernen die Schüler im Laufe der Jahre auch Französisch, Italienisch, Russisch und natürlich Englisch. Every insect and flyby is divided into three. One head, one chest, one stomach part. Some have brains, all have a heart. Hier wird das Erfolgsmodell Englisch als Arbeitssprache in einer Klasse pro Jahrgang fortgesetzt. In vier Schulfächern wird diese Fremdsprache spielerisch integriert. Und im nächsten Schuljahr kommt die erste Englischklasse auch in die Oberstufe.
schon was angeschaut? Im Physiksaal, Werkraum. Dann waren wir bei der Englischstunde. Mir gefällt sie, also es ist hier richtig cool. Wie war es für dich? Für mich war es so, ich habe viel gelernt und es war sehr spaßig. Ich habe sogar andere Sprachen gelernt. Die kreativen Unterrichtsgegenstände wie technisches und textiles Werken oder bildnerische Erziehung sowie Schulorchester und Chor sind bedeutend für die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Generation. Ebenso wie die gut ausgestattete Bibliothek für die humanistische Bildung. Wir haben auch schon sehr viele Klassen besucht, zum Beispiel Computer, Physik, also Informationscomputer, Mathematik und habe auch eine neue Sprache gelernt, ein paar neue Wörter und ja, werde sicher hier mal gehen. Ich war schon in vielen Klassen und es war sehr schön. Hat mich auch sehr interessiert und deswegen würde ich gern hier unterrichtet werden. Es hat mir jetzt auch sehr gut gefallen und unterrichtet will ich auch hier werden und ich hoffe, dass ich es schaffe. Sehr gut, also ich habe sehr viele Sachen gesehen. Wo warst du zum Beispiel? Im Werkraum, Physikraum, Chemieraum und mehr. Haben auch Mathematik gesehen, wie sie machen. Weißt du schon, ob du in diese Schule gehen wirst? Ja. Ich möchte auch hier gehen, weil meine zwei Schwestern, die gehen auch hier in die Schule und ich probiere es. In unserer digitalen Welt stellt sich der Informatikunterricht am Computer als unverzichtbar dar. Und auch im Fach Geometrisch Zeichnen werden geeignete Computerprogramme eingesetzt. Und schließlich ermöglichen die nahe Vivac-Sporthalle sowie das angeschlossene Hallenbad einen abwechslungsreichen Turnunterricht. Zum Leitbild des Hertha-Reich-Gymnasiums gehören unter anderem zwei Aufgaben, nämlich die Freude am Lernen zu erhalten und die Begeisterungsfähigkeit für neues Wissen zu fördern. Es ist für uns Lehrerinnen und Lehrer, für mich als Direktor, eine tolle Möglichkeit, einer breiten Öffentlichkeit, zukünftigen Schülerinnen und Schülern, das breit gefächerte Bildungsangebot unserer Schule näher zu bringen, zu zeigen, was wir zu leisten imstande sind. Der Tag der offenen Schule im Würzzuschlager Gymnasium bot eine wichtige Orientierungshilfe für die Entscheidung, welche weiterführende Bildungseinrichtung am besten für die derzeitigen Volksschüler geeignet ist. Sie haben den Tag der offenen Schule besucht. Wie sind Ihre Eindrücke? Sehr positiv. Also es ist weltoffen, es ist freundlich. Wir haben einen guten Eindruck jetzt gekriegt vom Unterricht her. Es sind so die Schüler, die wir jetzt kennengelernt haben, total nett, ja, also sehr begeistert. Ja. Wie hat es dir gefallen? Ja, ich bin auch sehr begeistert und ich mag fix in der Schule gehen. Bin mir schon hundertprozentig sicher. Also gefällt mir richtig. Anmeldungen für das nächste Schuljahr werden nach den Semesterferien von 24. Februar bis 6. März im Sekretariat des Hertha-Reich-Gymnasiums entgegengenommen. Ein buntes Faschingstreiben gibt es auch im Hotelrestaurant Winkler mit Live-Musik von Zebras Together. Für beste Unterhaltung sorgen die Gruppe Zebra und Zebra und das Duo Mir Söwa am Samstag, den 22. Februar und Montag, den 24. Februar, jeweils ab 20.20 Uhr und am Faschingdienstag, den 25. Februar, bereits ab 14.30 Uhr. Lustige Masken sind willkommen. Der Eintritt ist frei bei Winklers Fasching am Stadtplatz.
Weiter geht's mit unserem sportlichen Beitrag. Wir waren mit dabei bei den Auftaktspielen der Tischtennisspieler aus der ersten Klasse Nordost. Der Tischtennisclub mit Zuschlag war nicht nur Veranstalter, sondern auch Teilnehmer. Seit 1927 gibt es in Mützzuschlag einen Tischtennisverein. In der langen Vereinsgeschichte gab es auch immer wieder beachtenswerte Erfolge zu verbuchen. Wir haben eine Europameisterin, und zwar war das die Fritzi Lauber. Das ist die Mutter von dem jetzigen Raumausstatter, dann Kurt Schafecker, der hat damals noch als erlediger Lauber geheißen, die war Europameisterin. Und auch bei den Herren haben wir einen Heinz Doppelreiter gehabt, der über Jahrzehnte die steirische Szene aufpoliert hat. Und Doppelreiter war es auch, der 2007 den Verein neu gegründet hat, den heutigen TTC Mützzuschlag. Seit 2018 ist Johann Bauer Obmann des Vereins und auch aktiver Spieler. Im Mützzuschlager Verein geht es um das Miteinander und um Spaß am Spiel. Man nimmt aber auch an Turnieren teil. Das Tischtennis ist schon so strukturiert wie der Fußball. Es gibt die erste Klasse, Gebietsligen, Unterliga, Oberliga, Landesliga und dann erste und zweite Bundesliga. Die Mürzer spielen derzeit in der ersten Klasse Nordost. Beim Auftaktspiel der Frühjahrsrunde trafen sich insgesamt 12 Mannschaften aus der ganzen Steiermark in der Vivac Sporthalle. Beim Auftaktsdoppel gegen den Tabellenzweiten Fischbach 2 musste man leider gleich eine Niederlage einstecken. Dafür lief es im Einzel für den Obmann umso besser. Hier konnte er einen Sieg verbuchen. Ist die Trainingsphase vor einem Turnier intensiver als im Regelfall? Nein, das ist komplett gleich. Also wir trainieren dreimal die Woche. Am Montag 3 Stunden, am Freitag 3 Stunden, Mittwoch 2. Also das bleibt immer auf höchstem Niveau bei uns. Sowohl im Verein als auch in der Liga spielen Damen gegen Herren und Jung gegen Alt. Sport verbindet auch Generationen. Es ist auf jeden Fall immer interessant, gegen ein paar ältere Menschen zu spielen, aber wenn das halbe die Profis schon sind. Also die haben richtig viel Erfahrung, ein Händchen auch dafür, würde ich sagen. Also schon eine Herausforderung. Gerade dieses Niveau, erste Klasse Nordost, da spielen alle von Kindern, von 10, 11-jährigen Kindern bis 70, 80-Jährige. Und wir sind schon ein bisschen eine Gemeinschaft geworden, weil immer wieder die gleichen spielen und es macht recht Spaß. Ja. Nur verlieren tut man nicht gern. Nicht? Und wie ist es für die Herren, wenn sie beim Turnier einer Dame gegenüberstehen? Ist man da ganz Gentleman und lässt ein bisschen Nachsicht walten? Nein, nicht unbedingt. Ich glaube eher ein bisschen mehr auf der nervösen Seite, weil ja, man will da als Mann nicht gegen eine Dame verlieren. Also das glaube ich ist das eher, dass man da ein bisschen mehr angespannt ist als sonst. Und wie sehen das die Damen der Liga? Ich glaube, die nehmen Rücksicht besser. Ich glaube, gegenüber Frau. Meine, das ist meine Meinung. Wir haben gehört, Sie sind ein bisschen nervöser, wenn Sie gegen Frauen spielen müssen, die Herren. Ach so? Ja, hoffentlich. Wie auch immer, die Faszination für den Sport ist für alle dieselbe. Dass man Bewegung macht, vielleicht ein bisschen abnimmt und Stoffwechsel wird angeregt. Man trifft Leute, man lernt die Gegend kennen. Ja, nur positive Sachen. Eine gesunde Portion Ehrgeiz und Spaß am Sport, auch das eint die Spielerinnen und Spieler der 12 Mannschaften an diesem Tag in der Vivac Sporthalle. Der Meisterfachbetrieb Optik Döllerer am Stadtplatz von Mürzzuschlag besticht immer wieder mit tollen Preisaktionen und einem Top-Service. Firmenchef Hannes Döllerer liebt aber nicht nur seinen Job, sondern auch die Musik. Die von Mürz hat vor geraumer Zeit mit ihm ein Musikvideo gedreht. Das können Sie hier bei uns noch einmal sehen und hören. Tolle Sachen aus, du wirst es nicht bereuen. Und machst du einen Test zum Sehen, du wirst es dann erleben. Die schönsten Dinge auf der Welt, die du vorher nie gesehen, nie gesehen.
das Haus. Schau rein, schau rein, schau rein. Lasse deine Sorgen aus, nimm deinen Lieblingsstein. Schau rein, da gibt es viel zu sehen. Schau rein, schau rein, schau rein. Nette Menschen überall, jeder will der Erste sein. Und hast du dann die Qual der Wahl? Gefällt dir alles gut? Nimm einfach deine Freude mit und zeig ein bisschen Mut, ein bisschen Mut. Oh yeah, oh yeah. La 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 la. Schauen Sie rein. Diesen Slogan muss ich jetzt leider klauen. Sorry, Hannes Döllerer. Denn reinschauen lohnt sich auch hier im Fitnessstudio von Stefan Henninger. Und reinschauen lohnt sich auch bei TV Mürz. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.